Hey ho, hier wieder euer Darth Steffen zu einer neuen Folge Let's Play Echo. Ich wünsche euch auf jeden Fall wie immer viel Spaß und wir schauen mal, was uns in dieser Folge so erwartet. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen auf Nahrungssuche und Ressourcensuche gehen, habe ich gemerkt. Ups. Was bekomme ich denn da eigentlich? Hm. Anscheinend nichts, aber okay. Ich muss einfach mal hier schauen gehen, was sich so finden lässt. Und mal hier ein bisschen versuchen noch mit Glück an Seeds zu kommen. Aber bis jetzt habe ich immer kein Glück, wie es aussieht. Jetzt! Geil! Ich habe Seeds. Böhren-Seeds, 6 Stück. Wunderbar, Dankeschön, Baum. Meine ersten Seeds. Und hier ist ein Fluss. Also hier werde ich auf jeden Fall... Wow! Oh, muss ein bisschen erstrecken. Oh, Junge! Mach das noch einmal. Jetzt kann ich jetzt wieder Birken pflanzen. Zumindest die Bäume. So. Noch ist ja nie. Aber dass der Fluss hier ist, ist sehr gut, weil den kann ich zum Feldbau benutzen. Definitiv. Hier kann ich mein Feld. Ein Feld bauen und könnte mir eigentlich Nahrung anschaffen, aber ich muss dann natürlich hier auch erstmal ein bisschen aufräumen am Wasser. So, weg damit. So, könnte ich mich hier ein bisschen Feld anbauen, aber ich bräuchte mehr Schatten, glaube ich. Ich kann zumindest mal probieren, ob das funktioniert. Ah, hier ist ja Wasser. Habe ich denn so ein Teil mit eigentlich? Natürlich nicht. Das ist kein Problem. Das ist schnell gebaut. Da werde ich mal ausprobieren, ob ich da was bauen kann. Also anziehen. Das wäre echt klasse, wenn das gehen würde jetzt. Da hätte ich keine Probleme mit Fressen. Aber was habe ich denn hier? Das Zeug da? Nein. Was ist das? Was ist das Zeug? Achso, weil das so viel sind. Okay, warte mal, ich hau das dahin. Die habe ich noch hier, nein. Dahin. Ich habe hier Seeds und ich möchte mal schauen, ob ich die irgendwie anpflanzen kann und da wieder was Frisches rauswächst. Ja, das wäre genial, da könnte ich mir nämlich so einige Nahrungsprobleme, denke ich mal, vom Hals schaffen. Ich muss mal gucken, was das Teil ist. Hier. Eine reicht auf jeden Fall erstmal. Ich will jetzt erstmal testen, ob es funktioniert, so wie ich es mir denke. Collecten einmal und dann zurück zum Fluss. Wenn es klappen sollte, werde ich mal hinten auch noch eine Kiste hinstellen, wo ich das dann mal alles rein tue. Aber es ist schon schön, dass da ein Fluss ist. Ich lasse einfach mal hier. Gut, hier kommt es dann schattig. Ich probiere es einfach mal. 1, 2,
Ach, und schon wieder bin ich hungrig. Ja. Fress Tomate, gut ist. Ich probier's mal. Ich versuche einfach mal hier Tomaten anzupflanzen. So, vier. Ach komm, wir machen noch ein paar mehr. Wir probieren es einfach mal. Es müsste aber eigentlich gehen. Hoffe ich mal. Weil hier hat es ja Wasser. Gut. Hallo? Dahin? Ich muss mal probieren, hier Bäume zu pflanzen. Einfach mal so testen, ob es klappt. Ich sag. Aber wie mache ich das jetzt? Pflanzen. Das muss doch irgendwie. Okay, brauche ich das da auch? Anscheinend. Ja, ist ja nicht das Problem. Ich werde mal hier beim Haus auch noch eins hinpflanzen. Ich würde sagen, mal hier noch einen hin. So. Das Zeug brauche ich erstmal nicht. Das habe ich hier. Nein. Und wenn das hinten am Fluss wächst, so wie erhofft, und da auch was rauskommt aus den Samen, ist es schon mal perfekt. Dann kann ich da hinten mir ein richtiges Feld anbauen. Und denke mal, dann sind vielleicht auch super Sachen mit, was Hunger angeht, auch erledigt. Hau hier noch mal einen Baum hin, würde ich sagen. So als kleinen Schattenspender, weil. So. Ich probiere noch mal ein bisschen was reinzubekommen. Und hier wächst wieder was nach. Das soll es natürlich nicht. Tomaten sollen ja in Ruhe hier wachsen. Ach so, nee, pick up. Ja, pick up. So, weg damit. Ich muss halt immer mal schauen, dass das hier ein bisschen frei bleibt, dass das nicht so zuwächst. Mann, wir haben hier eine Tierpopulation, das ist ja echt krass, ja? Könnte man echt mal jagen gehen. Also mal noch einmal die hier. So, web. Aber hatte kein Glück, kam nichts raus. So. Gut. Eine Folge mache ich dann noch auf jeden Fall. Und dann muss ich mich auch langsam mal so ein bisschen auf meinen Livestream vorbereiten, den ich heute mache. Heute wieder Aufnahmetag und Livestream-Tag. Also heute wieder. Terminkalender voll. Ach, Huckleberries. Muss ich das sammeln? Aber sind ja nicht einiges Huckleberry-Sträucher hier oder täusche ich mich da gerade etwas? Wahrscheinlich, wenn die groß sind erst und welche dran sind. Ist es Huckleberry? Jetzt noch nicht anscheinend. Ich gehe einfach mal hier hoch und schaue, was es hier noch so gibt. Rennt er mir hinterher? Hier sind überall tiefe, tiefe Löcher. Schon krass. Aber schön, dass man sich jetzt so ein Dings machen kann, so ein Wegmarke.
dass man schön zurückfinden kann. Und an dieser Stelle werde ich aber erstmal die Folge beenden, denn die Folgenzeit ist leider schon wieder dran. Was ist denn hier? Ist das ein Nadelwald? Cool. Die Folgenzeit ist schon wieder dran. Und vorbei. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß beim Zusehen gehabt. Und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Eco. Ich will immer sagen Let's Play Minecraft. Warum auch immer. Hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß gehabt beim Zusehen. Und seid beim nächsten Mal dann auch wieder dabei bei Let's Play Eco mit euren Darth Steffen. Möge die Macht mit euch sein, meine jungen Padawane. Ciao mit V. Und wir sehen uns wieder zur selben Stelle, selben Welle, hoffe ich. Also dann, ciao mit V.